Ja, und dann begrüße ich euch jetzt auch alle recht herzlich ganz offiziell zum vierten Teil unserer Infoveranstaltung Kleines Konto, Groß Traden. Wir haben in den letzten 3 Wochen ja 4 dieser Webinare, beziehungsweise 3 bis jetzt, heute das 4. Webinar zur Vorbereitung auf Kleines Konto, Groß Traden schon gehalten. Ich bin wirklich vollkommen aus dem Häuschen und das trotz meiner sehr angeschlagenen Stimme. Ich hoffe, die hält noch. Wir haben den ganzen Nachmittag hier wirklich sehr viel Spaß gehabt bei uns im Handelsbüro. Wir haben nämlich einige Teilnehmer von euch gehabt, die der Nachmittag gewonnen haben, bei uns im Handelsbüro mit dabei zu sein. Insgesamt waren jetzt 13 Mann bei uns vor Ort. Wir haben im Vorfeld uns über viele Dinge unterhalten, die fürs Trading wichtig sind, von der Technik. Wie läuft das bei uns im Handelsbüro ab? Warum haben wir überhaupt 4 Leute vorne im Backoffice sitzen? Warum haben wir nebenbei auch noch darüber Freiberufler bei uns beschäftigt? Wie funktioniert das mit dem Trading-Alltag bei uns? Aber eben auch, wir haben schon angefangen mit dem Screening-Prozess. Und wir werden uns jetzt gleich auch Titel anschauen aus dem Screening-Prozess. Wir schauen uns aber auch Dinge an, die wir in den letzten Wochen schon kurz angesprochen haben, für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Ich möchte auch ganz großen Dank an dieser Stelle sagen, für die Leute, die jetzt auch live mit dabei sind, die heute hier bei uns im Handelsbüro waren, aber auch ihr natürlich hier, weil das, was wir bisher geschafft haben, kleine Konten, ist halt sensationell. Über 160.000 Trader haben bisher diesen Vortrag gehört und alleine jetzt hier bei diesen 3 Infoveranstaltungen hatten wir schon über 1.200 Teilnehmer gehabt. Und das ist natürlich gigantisch und da bedanke ich mich natürlich bei euch ganz recht herzlich hier an dieser Stelle. Alleine heute wieder über 300 Teilnehmer, die sich angemeldet haben für das Webinar. Also von daher vielen Dank. Bevor es losgeht, wie üblich, der Risikohinweis, auch das kennt ihr schon zur Genüge, aber wir müssen es halt immer wieder vorweg vor jedem Webinar machen, versucht da auch immer ein bisschen drüber noch zu erzählen. Wichtig ist natürlich ganz klar, worum geht es hier heute Abend. Wir werden eine kurze Zusammenfassung machen, was wir bisher gemacht haben und dann eben auf die Einzeltitel schauen, die wir heute gemeinsam mit meinem Team, aber vor allen Dingen mit den 13 Teilnehmern, die bei Kleine Konten heute live bei uns vor Ort waren, die wir schon in der Vorauswahl hatten. Das heißt, das könnten gute Titel für die kommenden Tage sein und vielleicht auch für die Eröffnung unseres Depots, was wir dann ja in den nächsten Wochen und Monaten auch live handeln wollen. Dann starten wir gleich mit Kleine Konten, Groß Traden. Worum geht es heute im letzten Teil? Noch einmal, wie gesagt, wir schauen, was wollen wir besprechen in den nächsten 3 Monaten bei Kleines Konto, Groß Traden und heute, wie gesagt, der Fokus dann nochmal auf die Titel. Wie gehen wir im Screening-Prozess vor? Das heißt, ich werde da auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wieso sind wir zu diesen 10 Titeln heute gekommen? Das werden wir uns dann gleich auch nochmal live anschauen. Am Anfang für alle die mich noch nicht so gut kennen, hier 3-4 Sätze kurz zu mir. Ich handle seit über 20 Jahren hauptberuflich, seit 1998 und verwende diesen Handelsansatz, den ich jetzt seit 15 Jahren habe, sehr, sehr gerne. Warum? Weil ich es sehr einfach duplizieren kann. Das heißt, egal welchen anderen Handelsansatz ihr habt, wenn er duplizierbar ist, ist es immer super, weil dann könnt ihr immer schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. 1996 habe ich meine erste Aktie, wie viele andere Trader auch gehandelt, damals die Deutsche Telekom. Und die spannendste Zeit waren natürlich die ersten 5 Jahre bei mir. Warum? Weil ich im Prinzip mit genau dem angefangen habe, wie jetzt bei Kleine Konten, nur dass es früher in Mark war und heute in Euro. Das heißt, 5.000 Mark war damals mein Start und wir machen es jetzt. Die nächsten Wochen starten wir auch mit einem Kapital von 5.000 und werden dann sehen, wohin uns der Markt in den nächsten Wochen bringt. Das Spannende war für mich natürlich zu sehen, wie schnell man an der Börse Geld verdienen kann. Allerdings habe ich auch genauso schnell gemerkt, wie schnell man Geld verlieren kann. Sieht immer im Nachgang immer sehr schön aus, wenn man sagt, man hat 96 mit 5.000 angefangen und hat 2001 1 Million gehabt. Aber dazwischen lagen natürlich auch viele Fehltrades, viele große Verluste, viele Dinge, aus die ich gelernt habe, was heute mein Trading-Leben so einfach macht. Und das ist auch das, was ich heute Nachmittag auch so ein bisschen weitergegeben habe, weil im Nachgang betrachtet sieht alles immer total einfach aus. Wenn man diesen Weg aber geht, und das wisst ihr selber auch, wenn ihr Trader seid, ist es halt zum Teil wirklich sehr, sehr schwer. Und von daher, man muss erstmal die ersten 1-2 Jahre überstehen oder die ersten 1-2.000 Stunden sich mit Börse beschäftigen. Dann wird Trading sehr, sehr einfach. Was für mich sicherlich die beste Phase war, war die, als ich hauptberuflich im Daytrading war, weil dann konnte ich sehr viele Trades hintereinander wegmachen. Das heißt, wir haben jeden Tag zwischen 20, 30 bis total 40 Trades gemacht. Und dadurch kann man natürlich seine Erfolgskurve oder Lernkurve sehr schnell nach oben ziehen.
Wenn ihr im Jahr nur 40 Trades macht, ist das natürlich, die Lernkurve ist zwar auch da, aber es dauert halt alles etwas länger. Aber bei kleinen Konten soll es ja auch darum gehen, erst einmal langsam zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, über 160.000 Trader haben zwischenzeitlich den Vortrag Kleine Konten gehört. Und das finde ich halt auch sensationell, weil als ich vor 4 Jahren zum ersten Mal in Frankfurt an der Fachhochschule bei den Investment und Trading Days diesen Vortrag gehalten habe, hätte ich niemals gedacht, dass wir mit diesem Titel so den Nerv treffen, dass wir sogar 2 Jahre später diese Webinarreihe gemacht haben und dann auch noch dieses Buch am Ende des Tages herausgekommen ist. Also von daher bin ich sehr überrascht gewesen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, kleines Konto ist natürlich auch für viele erstmal der Einstieg. Also von daher freue ich mich auch, dass so viele mit dabei waren. So, genug der Vorrede. Was haben wir in den letzten 3 Wochen gemacht? Wir haben uns angeschaut, was sind die Grundlagen des Tradings? Und das ist am Ende des Tages eigentlich das, was auch wichtig ist. Und das ist mir auch heute nochmal bewusst geworden, als wir hier zusammengesessen haben, dass die Dinge, die ich häufig als so einfach und normal ansehe, gerade am Anfang doch viel, viel schwerer sind, als man glaubt. Alleine wenn man in der Trenderkennung ist, natürlich sieht jeder hier, wenn er diesen Chart sieht, dass das ein Aufwärtstrend ist. Der fängt unten links an, hört oben rechts auf. Wir sehen hier die letzten 8 Jahre. Also auch da ist ganz klar, hier darf eigentlich keiner short handeln. Trotzdem ist es schwierig, wenn es darum geht, einzuzeichnen, was ist ein Trend, was ist kein Trend. Also von daher, da gibt es einfach Schwierigkeiten und das werden wir uns in den nächsten Webinaren auch sehr genau anschauen. Das heißt, wir werden ein Webinar nur alleine darauf verwenden, uns genau anzuschauen, wie kann man eigentlich erkennen, wann ist ein Trend da und wann ist er nicht da. Wir werden uns mit dem Thema Bewegungshandel auseinandersetzen. Warum ist es manchmal sinniger, den ganzen Trend zu handeln? Und warum macht es einfach Sinn, manchmal hier nur diese Bewegung zu handeln? Also nur hier diesen grünen Bereich und nicht diesen roten Bereich aushalten zu müssen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Es hängt auch so ein bisschen von der Mentalität des Traders ab. Ich selber bin eben jemand, der sehr, sehr gerne Bewegungen handelt und etwas weniger in Trends handelt. Aber am Ende des Tages, beides ist profitabel, beides hat seine Berechtigung, so wie jede andere Art des Tradings natürlich auch erfolgreich ist. Auch das muss man im Kopf irgendwann für sich verstehen. Es nützt nichts, 10 verschiedene Systeme immer wieder was Neues auszuprobieren, sondern man muss in einem System sehr, sehr gut werden und dieses dann auch blind umsetzen können. Und das ist, glaube ich, häufig die größte Herausforderung, die wir im Trading haben. Denn das ist mir auch heute nochmal sehr bewusst geworden, wie schwierig das manchmal ist. Man sieht auf einen Chart und wir sehen unterschiedliche Dinge auf diesem Chart. Der eine sieht den Aufwärtstrend, der andere sieht, dass wir einen Abwärtstrend haben und der dritte sieht nicht, dass der Trend gebrochen ist. Und da werden wir sehr viel Fokus drauf legen, dass wir wirklich jeder, absolut jeder am Ende des Tages das erkennt. Habe ich jetzt einen Aufwärtstrend, habe ich eine trendlose Phase oder sind wir vielleicht sogar schon in einem neuen Abwärtstrend? Weil das ist nachher die Realität. Nicht das gemalte Bild, sondern dieses hier. Und das heißt, man sieht im Regelfall immer diese Charts. Und jetzt geht es immer darum, wie zeichnet man es ein? Warum zeichnet man beispielsweise diese Dinge nicht mit ein, sondern dieses hier? Aber am Ende geht es nicht ums Einzeichnen, sondern am Ende geht es darum zu erkennen, habe ich noch einen Trend oder habe ich keinen Trend mehr? Und das kann man hier jetzt sehr schön sehen. Das sehen wir auch gleich im Live-Chart, wenn wir dann auch in den Screening-Prozess hineingehen, dass hier einfach die Tiefs herausgenommen wurden. Das heißt, der Trend ist gebrochen und es macht jetzt hier keinen Sinn, an dieser Stelle beispielsweise noch zu schauen, ob man hier long eine Einstiegsmöglichkeit findet oder nicht. Wir haben uns den Handel aus der Korrektur in den letzten Webinaren angeschaut, werden da aber auch sehr, sehr tief in der Reihe kleine Konten reingehen, weil der Handel aus der Korrektur ist einfach hochprofitabel und warum das so ist, ist auch sehr einfach. Natürlich kann man hier einfach an so einem Hochpunkt handeln und dort den Einstieg machen. Das machen auch viele Trader. Nur am Ende des Tages wird man dann natürlich irgendwann auf dem Weg nach oben auch ausgestoppt und die Wegstrecke ist halt nur, ja, ich sag mal so, die Hälfte, vielleicht 60%, die man hat. Wenn wir allerdings es schaffen, möglichst früh, also sprich aus der Korrektur heraus in einen Trade hineinzukommen, wird die Wegstrecke länger, die wir handeln können. Dadurch wird unser CRV, also unser Gewinnverhältnis, wesentlich größer. Wir können eine höhere Trefferquote bekommen und am Ende des Tages auch noch mehr Geld für unseren Trade. Und das ist ja das, weswegen wir am Ende des Tages traden. Natürlich macht Trading auch Spaß. Und das kann ich auch verstehen. Auch viele Trader sagen, dass selbst wenn sie noch nicht erfolgreich sind, Trading macht ihnen Spaß. Deswegen möchten sie das gerne machen. Aber am Ende des Tages machen wir uns nichts vor.
wollen wir auch damit Geld verdienen und sollten wir auch damit Geld verdienen. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie Märkte funktionieren. Und Märkte funktionieren eben nicht, indem man Charts einfach einzeichnet, sondern indem ihr versteht, wie der Markt funktioniert. Auch darauf sind wir heute Nachmittag ja eingegangen, dass wir darüber gesprochen haben, was macht denn das große Geld? Wie läuft das Ganze ab und wie kann man das Ganze entsprechend im Handel umsetzen? Ja, und all diese Dinge gucken wir uns natürlich an und das Ganze jetzt auch nochmal in einem kleinen praktischen Beispiel. Wir haben hier einen Wert rausgesucht, den wir auch schon einmal gezeigt haben. Es kommt aus dem Screening-Dienst. Es geht hier auch gar nicht um den Gewinn, sondern es geht darum, die Aktie war hier in der Korrektur und wir haben hier versucht, aus der Korrektur herauf in einen Trade einzusteigen. Das Ganze haben wir dann nicht im Tageschart gemacht, weil dafür bräuchte man jetzt sehr viel Zeit und in meisten Fällen auch ein sehr großes Konto, sondern das macht viel mehr Sinn, beispielsweise in der nächst kleineren Zeiteinheit zu schauen, kann ich da beispielsweise im Stundenchart diese Bewegung hier, die im Tageschart als Bewegung ist, als Trend handeln. Und das kann man hier ganz gut sehen, nachdem hier die Korrektur ausgelaufen ist und der Markt hier nach oben gelaufen ist, sind wir hier auch sehr gut in den Trade hineingekommen. Was allerdings auch Realität ist, ist, dass wir anschließend hier, das kann man ganz gut sehen, anderthalb Tage später ausgestoppt wurden. So, und auch das ist natürlich vollkommen normal. Man kommt in einen Trade rein und wird ausgestoppt. Auch das gehört zum Trading dazu. Was wichtig ist, ist jetzt einen Handelsplan zu haben und darüber werden wir natürlich auch sprechen. Denn nur mit einem Handelsplan kann man nämlich entscheiden, würde ich nochmal in diesen Trade hineingehen oder nicht. Wenn ihr das aus dem Gefühl heraus macht, ist das immer sehr, sehr schwierig. Weil mal werdet ihr sagen, nein, ich mache das nicht, dann wird's vielleicht ein Gewinntrade, wär's vielleicht ein Gewinntrade geworden. Auf der anderen Seite sagt ihr dann beim nächsten Mal, jetzt mache ich ihn und dann wird's ein Verlusttrade. Und ihr seid eigentlich immer in einem Dilemma. Und das könnt ihr nur dadurch beheben, indem ihr ganz klar sagt, okay, ich habe einen Handelsplan und da steht drin, wenn das und das passiert, mache ich das und das. Und wie man einen Handelsplan aufsetzt und was dafür wichtig ist, das besprechen wir natürlich alles im Detail, dann auch bei kleinen Konten Großtraden. Ansonsten ist es im Prinzip der Handel einer Bewegung als Trend in der Stunde. Und wir ziehen einfach nur unter den Tiefs die Stops nach, bis zu dem Punkt, wo wir halt ausgestoppt werden. Hier ein schöner Gewinn von 3,7% gewesen, ein relativ kurzer Trade auch für die Verhältnisse, dass man im Tageschart hier agiert. Wenn man das so sieht auf die Performance, die man so im Jahr schaffen möchte, kann man sich vorstellen, wenn man 3, 4, 5 Trades immer gleichzeitig im Depot hat, dann wird man im Schnitt bei 5 Trades meistens 2 bis 3 auf der Gewinnseite haben und meistens 2 bis 3 auf der Verlustseite. Auch das ist normal, also die durchschnittliche Trefferquote liegt bei den meisten Tradern um die 50%. Bei denen, die anfangen, meistens zwischen 40% und 45%, die erfolgreich sind, dann eher über 50%, 55%, 60%, je nach Marktphase. Es gibt sogar Marktphasen, da ist es auch im Trading möglich, auch weit höhere Trefferquoten zu erzielen, aber weit über 65%, 70% gibt es kaum Trader, die das über einen längeren Zeitraum schaffen. Dann haben wir uns beim letzten Mal diese sogenannten Use Trades angeschaut und das ist eigentlich das, wo auch mein Herz dran hängt, weil hier können wir in relativ kurzer Zeit sehr schöne Gewinne erzielen. Und ich möchte hier auch nur ein einfaches Beispiel bringen, damit hier nicht zu viel Zeit verloren geht. So ein typischer Trade, der immer wieder mit den Nachrichten kommt. Wir hatten jetzt letzten Tage natürlich Thomas Cook als Nachricht gehabt, aber hier bei dem E.ON Trade beispielsweise auch, wenn man sich das durchliest, ist die Überlegung immer, wird der Markt dadurch steigen oder fallen? So, und der Daytrader müsste jetzt tatsächlich, wenn er die Nachricht bekommt, vorbörslich entscheiden, will ich long oder will ich short gehen? Als Händler, der beispielsweise im Stunden- oder Tageschart unterwegs ist, der muss sich jetzt hier noch gar nicht entscheiden, sondern der guckt einfach, was hat der Markt denn zur Eröffnung gemacht und entscheidet sich dann im Nachgang, nachdem er gesehen hat, was passiert ist, ob er hier eher long oder eher short traden möchte. Das kann man hier ganz gut sehen, denn am ersten Tag ist gar nichts passiert. Die Aktie ist hier zwar gefallen und ja, der erste Kurs Short wäre natürlich der beste gewesen. Das heißt, die, die Daytrading betreiben und da auch schon sehr weit sind, die würden hier wahrscheinlich sofort im Daytrading einen Trade aufmachen und hier sofort die 5-6% in den ersten 2 bis 3 Handelsstunden mitnehmen. Aber das ist ja nicht das Ziel von kleinen Konten groß traden, sondern es geht hier eher darauf, die Grundlagen zu legen, solche Trades zu erkennen und das Ganze dann entsprechend in der nächsten größeren Zeiteinheit umzusetzen. Warum? Naja, alles, was in den großen Zeiteinheiten gut klappt, kriegt man auch relativ gut auf die kleinen Zeiteinheiten adaptiert.
aber die sind halt viel, viel schwieriger in der Umsetzung als beispielsweise in den großen Zeiteinheiten. Wir würden also für das Trading in kleinen Zeiteinheiten viel, viel mehr Zeit brauchen als diese, ja, sag mal 10 Stunden oder 15 Stunden, je nachdem, die Zeit, die ihr auch zum Nacharbeiten auch dann mitnutzt, hier einfach hat. Deswegen die einfachere Variante ist hier im Stundenchart beispielsweise. Man geht hier an so einem Tiefpunkt rein und dann nutzt man einfach dasselbe System wie auf der Long-Seite auch. Man zieht hier einfach nur an dem letzten Hochpunkt entsprechend die Stops nach bis zu dem Zeitpunkt, wo man am Ende des Tages dann ausgestoppt wird. Wie gesagt, bei den Beispielen geht es nicht darum, ob es ein Gewinntrade oder ein Verlusttrade ist. Da wird es auch bei kleinen Konten in erster Linie nicht drum gehen, auch wenn das Ziel natürlich ist, hier Gewinne zu erzielen, damit wir natürlich auch zum dritten Mal in Folge dann eben ein positives Ergebnis erzielen, sondern es geht hier um den Lerneffekt und dass wir immer dasselbe machen. Das heißt, die Kunst besteht darin, als Trader immer, immer, immer wieder dasselbe zu tun und kein anderes Ergebnis zu erwarten, außer das Positive, was wir in den vergangenen Jahren auch immer hatten. Und das ist nachher am Ende die Kunst als Trader. Also nicht hin und her zu springen, sondern immer im Prinzip der Sache treu zu bleiben. Also ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ich bin in den letzten Wochen viel im Auto unterwegs gewesen und was ich immer wieder sehe, wenn Staus sind, dass es Autofahrer gibt, die springen immer von links nach rechts und links nach rechts und dann geht man, am Ende des Tages trifft man den Autofahrer eigentlich immer wieder, weil er kommt dadurch nicht schneller voran. Das heißt, am Ende wäre es viel, viel einfacher gewesen, der bleibt in seiner Spur. Ja, die meisten haben eine priorisierte Spur und das ist beim Trading auch. Jeder hat ein Setup, was er besonders gerne tradet, einen Markt, den er besonders gerne tradet. Ich zum Beispiel bin ein Riesenfreund vom deutschen Markt. Ich bin ein Riesenfreund von deutschen Aktien. Bin auch ein Riesenfreund davon, markttechnisch die ganzen Sachen umzusetzen und vor allen Dingen im News Trading. Trotzdem habe ich irgendwann vor gut 10 Jahren angefangen, auch amerikanische Aktien professionell zu traden. Ich habe mein Konto für den US-Markt 2001, glaube ich, aufgemacht. Aber richtig aktiv bin ich eigentlich erst 2007, 2008. acht geworden hier im amerikanischen Markt. Warum? Naja, ich hatte kein so gutes Gefühl für den amerikanischen Markt am Anfang. Ich habe auch die Unternehmen nicht alle gekannt. Die News sind alle in Englisch. Also es waren viele Hürden für mich, durch die ich erstmal durch musste. So ist es ja bei jedem Trader auch. Der anfängt, der hat auch viele Dinge, mit denen er erstmal klarkommen muss. Und deswegen auch hier bei kleinen Konten immer wichtig, Step by Step, jeden Tag eine neue Aufgabe angehen. Und dann schließen sich am Ende des Tages auch alle Kreise. So, und das Schöne ist, und das möchte ich auch hier nochmal zeigen, ist, solche Trades sind zwar wunderschön und wir nehmen die auch immer gerne zu Demo-Zwecken, aber am Ende des Tages entscheidet nicht nur die Performance, die hier oben steht, sondern auch das Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, wenn wir hier sehen, das ist unser Risiko gewesen und wenn wir das nach unten skalieren, dann sehen wir ungefähr 3-mal unser Risiko. Das heißt, wenn wir bei kleinen Konten 100 Euro riskiert hätten für diesen Trade, hätten wir ungefähr 300 Euro Gewinn erzielt und das, ich sag mal, in 5 bis 6, beziehungsweise in 10 Handelstagen. So, und wenn man sich überlegt, dass die meisten Trader sich schwer tun, ja allein den Index zu schlagen, den hätte man hier schon nach einem solchen Trade geschlagen. Und das ist ja das, worauf wir immer wieder gucken müssen. Wir wollen natürlich alle 20%, 30%, 50%, 100% machen. Das ist auch vollkommen legitim. Aber wichtig ist erstmal, den Gesamtmarkt zu schlagen. Und da tun sich die meisten schon schwer. Deswegen fangt mit den einfachen Dingen an. Stundentrades, Tagestrades, Newstrades, das ist relativ einfach und dann bekommt ihr das Ganze auch relativ gut umgesetzt. Und während kleine Konten, auch das habe ich heute Nachmittag schon auch mehrfach gesagt, eure Fragen werden natürlich alle im Rahmen von kleine Konten auch beantwortet, weil das geht es ja auch. Also wir gehen in das Fachliche rein, zu den unterschiedlichsten Themen, untermauern das Ganze mit sehr viel mit praktischen Beispielen und führen zusätzlich eben dieses Live-Konto, damit auch dieser Aspekt einfach da ist von Freude und Schmerz auf jeder Seite. Denn beides bringt Lerneffekte. Wir haben da heute auch drüber gesprochen. Freude ist immer besonders schön, aber der größte Lerneffekt entsteht tatsächlich durch Schmerz. Und das weiß auch jeder, der schon mal im Trading war. Die meisten Trades, die im Minus waren, behält man auch, ob das richtig blöde Trades waren, die man eingegangen ist oder eben entsprechend nicht. Das heißt auch so auch der psychologische Aspekt, den werden wir sehr genau beleuchten. So, und jetzt kommen wir zu dem, was wir heute Nachmittag auch gemacht haben, nämlich zum Thema Screening. Also warum ist Screening überhaupt so wichtig? Natürlich, man kann hingehen und sagen, man handelt Devisen. Dann ist das mit dem Screening-Prozess relativ schnell getan, weil so viele Devisenpaare
gibt es gar nicht. Und die, die liquide sind, davon gibt es noch viel, viel weniger. Und noch weniger die, wo entsprechende Spreads sind, die auch sehr, sehr niedrig sind. Wenn wir uns die Zinsmärkte anschauen, dann sieht das Spiel ähnlich aus. Auch davon gibt es am Ende des Tages nicht so wirklich viele Zinsmärkte, die man gut handeln kann. In Deutschland ist es der Bund-Future. In den USA kann man auch den entsprechenden Future handeln. Aber ansonsten ist es da auch schwierig für die meisten Trader. Im Aktienmarkt ist das anders. Im Aktienmarkt haben wir alleine im amerikanischen, wenn man nur mal die großen Aktien nimmt, 100 im Nasdaq und 500 im S&P, also eine riesen Auswahl. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist immer dieselbe. Möchte ich 6% im Durchschnitt Rendite mit einem Index machen oder in diesem Index traden? Dann ist man ein typischer Index-Trader. Oder sage ich, ich möchte gerne in Aktien handeln, die im Jahr 20, 30, 50, 100% machen. Also sagen wir mal im Schnitt 30. Das ist fünfmal so viel wie in einem Index. Und das heißt, ich werde natürlich am Ende des Jahres auch fünfmal so viel Performance machen, sowohl als Investor als auch als Trader. Und die Frage muss man sich halt stellen. Und die habe ich schon vor über 20 Jahren für mich beantwortet. Und deswegen ist für mich der Screening-Prozess eben einer der elementaren und wichtigen Dinge, wenn wir im Handel sind. Und möchte gerne, bevor wir jetzt hier starten, uns nochmal sehr genau anschauen, auch wo stehen wir mit den Indizes und warum haben wir die entsprechenden Werte uns genau angeschaut. Ich schaue noch mal kurz, ob es noch Fragen im Vorfeld gibt, bevor wir in den Screening-Prozess jetzt hier reingehen. Torst fragt, mit welchem Broker kann man mit der Agena Trader Software mit Echtgeld traden? Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, muss ich bei Agena Trader schauen, aber es geht auf jeden Fall mit Interactive Brokers und CapTrader. Das weiß ich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und bei allen anderen müsstest du bei der Agena Trader Seite einmal schauen, ob das da möglich ist. Und Andreas fragt noch, sind Arbitrage-Trades von Aktien in verschiedenen Börsen immer noch möglich? Lohnt sich das und mache ich das noch? Es sind eigentlich gleich drei Fragen, Andreas, aber sehr spannend, weil ich komme aus dem Arbitrage-Handel. Das heißt, ich habe ungefähr 20.000 Aktien-Trades im Arbitrage-Handel gemacht. Arbitrage-Handel heißt nichts anderes, du kaufst etwas billig und verkaufst es teuer. Zum Beispiel, du kaufst in den USA Apple-Aktien und verkaufst die einfach dann entsprechend in Frankfurt zu einem besseren Kurs. Das funktioniert. Es ist allerdings heute nicht mehr so einfach, wie es früher war. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen habe ich auch den Arbitragehandel für mich irgendwann aufgegeben. Ein Freund von mir hat das Ganze bis vor 3 Jahren noch hochprofitabel gemacht. Ich weiß auch, dass es immer noch einige von unseren alten, ich sag mal, Crewmitglieder, mit denen wir sehr lange zusammen getradet haben, immer noch machen. Aber es ist schwieriger geworden. Das heißt, die Margen sind kleiner geworden, weil es auch zwischenzeitlich sehr gut automatisierbar ist, das Ganze. Früher war es ohne Probleme möglich, im Monat, ich sag jetzt mal so zwischen 20% und 40% damit zu machen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, die Performance ist doch massiv nach unten gegangen. Wenn man ein großes Konto hat, spielt das nicht so eine große Rolle, aber wenn man anfängt, dann ist es halt echt schwierig. Deswegen, ja, Arbitragehandel geht noch. B, es ist schwierig und ich habe schon vor vielen Jahren mit dem reinen Arbitragehandel aufgehört. So, und jetzt kommt noch die letzte Frage, bevor ich dann ins Screening gehe von Alex. Wie groß sollte eine Position sein? Sollte man ein absolutes Risiko nehmen, also 100 Euro oder prozentual zur Kontogröße? Gute Frage. Besprechen wir auf jeden Fall auch im Webinar kleines Konto Großtraden, aber trotzdem vorab schon die Antwort. Wenn dein Konto beispielsweise 10.000 Euro groß ist und du sagst, ich nehme 1%, das sind dann 100 Euro, egal ob du den festen Betrag nimmst oder den prozentualen Betrag. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe die ersten, boah, ich würde sagen 10 Jahre, fast 15 Jahre, immer einen prozentualen Betrag genommen, denn wenn mein Konto größer war, wollte ich natürlich auch möglichst mit diesem höheren Wert dann entsprechend auch handeln. Heute ist es so, dass ich tatsächlich immer einen Fixbetrag habe, der ist 250 Euro im Aktienhandel und 1.000 Euro im Future. Warum? Weil ich die Gewinne am Ende des Monats abziehe. Das heißt, ich habe zwar innerhalb des Monats Schwankungen in meinem Konto, aber nicht mehr am Ende des Monats. Am Ende des Monats ist, wenn mein Konto im Plus war, bin ich wieder genauso weit wie am ersten des Monats davor, weil ich nehme das dann aus meinem Trading-Konto und packe es dann auf mein Investment-Konto. Deswegen spielt es bei mir keine große Rolle, aber trotzdem, es ist eine Gefühlssache, ob man sagt, ich nehme halt immer 100 Euro oder ich mache es prozentual. Auch da gibt es nicht richtig oder falsch, aber wir zeigen euch Beispielrechnungen, warum prozentual am Ende, wenn ihr gut tradet, besser ist. So, schauen wir auf die großen Märkte und da sehen wir zum Beispiel, dass wir jetzt in den letzten Tagen hier eine Abwärtsbewegung gehabt haben. Das ist auch nicht untypisch, denn zum einen haben wir hier, das zeichne ich hier nochmal ein, hier diesen kleinen Trend, der hier nach oben gegangen ist.
So, und diese Bewegung nach oben ist halt viel, viel größer als normal. Das heißt, wenn wir uns das genau anschauen, nur die letzte Bewegung, die da gewesen ist, da sehen wir, dass diese Bewegung hier roundabout 9% waren. Das ist natürlich gigantisch, wenn man weiß, dass der DAX im Schnitt sich überhaupt nur um 6% bewegt. So, aufs Jahr gesehen. Und wenn wir jetzt 9% in 3 Wochen machen, dann ist das natürlich gigantisch. So, ist also auch der Grund, warum ich in den letzten Tagen gesagt habe, ich möchte keine neuen Positionen aufmachen, sondern erst die Korrektur sehen. Diese Korrektur ist jetzt auch gekommen. Viele haben mich auch gefragt, woher habe ich denn am Montag schon gewusst, dass es in eine Korrektur hineingeht? Naja, am Ende sind es immer dieselben Dinge. Erstens, wenn der Markt so stark nach oben gelaufen ist, schreit der Markt nach einer Korrektur. Zweitens, schauen wir uns die letzten 3 Hochs an, stellen wir fest, wenn wir uns das genau anschauen, die lagen zwischen 12.450 und 12.650. So, dieses Hoch ist jetzt das 4. Hoch, was daran gelaufen ist, oder sogar das 5., wenn wir dieses hier mit reinnehmen. Das heißt, hier steht ein normaler Widerstand. Das heißt, der Markt wird hier nicht so einfach durchgehen. Also auch das eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Man muss sie nur anwenden. Wir haben heute sehr viel über das Thema Statistik hier bei uns schon im Handelsbüro gesprochen. Auch das ist eine Statistik. Wenn ein Markt beim 2. Mal nicht durchgegangen ist, wird es beim 3. Mal nicht einfacher. Das heißt also auch da war es relativ simpel. Zusätzlich, und das ist auch wieder ein statistischer Wert, in den Tagen nach dem großen Verfallstag rechnet man eher mit schwächeren Kursen als mit steigenden Kursen. Es hat unterschiedliche Gründe, auf die wir auch immer dann noch eingehen werden, aber grundsätzlich kann man das auch sehen. Wir haben heute Mittwoch, das heißt, das sind die letzten 3 Handelstage, da sieht man sehr schön, wie der Markt hier von roundabout 12.400 und x Punkte dann im Tief bis zu, ja, 12.100 fast, also 2,5% hier nach unten gegangen ist. Vollkommen typisches Bild. Jetzt heißt es für mich aber wieder zu schauen, okay, kriege ich hier vielleicht einen Einstieg auf der Long-Seite? Wir sehen auch hier, ich nehme nochmal die Grafik hier raus, dass hier so eine Umkehrkerze ausbildet. Das kann ein Zeichen für eine neue Aufwärtsbewegung sein. Das steht noch nicht hundertprozentig fest, weil es noch nicht bestätigt ist. Auch darauf werden wir natürlich noch eingehen in den kommenden Webinaren. Aber grundsätzlich, ja, wir haben eine Aufwärtsbewegung. Ja, es war absehbar, dass es hier bergab geht. Ja, es war absehbar, dass diese 3 Tage hier eher schwach sind. Und ja, wir suchen jetzt nach Long-Einstiegen. Ob im DAX oder im amerikanischen Markt, schauen wir uns an, weil am Ende müssen wir natürlich entscheiden, welcher Markt sieht am besten aus. Und diesen möchten wir auch handeln. Schauen wir uns hier den amerikanischen Markt an, den S&P 500. Auch hier haben wir einen Aufwärtstrend gehabt in den letzten Wochen. Auch hier sehr schön zu sehen, wie er sich hier sauber ausgebildet hat, hier auf dem Weg nach oben. Sind jetzt hier in der Korrektur. Vollkommen normal wäre es jetzt, dass der Markt hier in diesen Bereich der alten Hochs hinein laufen wird. Das heißt so ungefähr in den Bereich von 2.940 bis 2.950 Punkte. Das heißt, der Markt hat hier noch so ungefähr 1% Potenzial. Das wäre alles, was vollkommen normal ist. Solange der Markt nicht hier unter die Tiefs geht, ist auch der Trend noch erst einmal da. Also von daher ist es alles erstmal soweit in Ordnung. Wir haben hier auch nochmal so ein Tief. Also diese beiden Marken, die sollten halt nicht unterboten werden. Aber grundsätzlich, solange wir so verharren wie bisher, macht es einfach Sinn, auf der Long-Seite im S&P hier entsprechend Werte zu suchen. Auch hier war es keine Hexerei, vorherzusagen, dass der Markt in die Korrektur geht. Weil, das könnt ihr euch auch selber schon beantworten, die letzten 3 Hochs, die wir hatten, waren halt genau in diesem Bereich um 3.030 Punkte herum. Das heißt, also auch hier auf eine Spanne von ungefähr 1% haben wir hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal den Markt angelaufen. Dazu, wie gesagt, Verfallstag am Freitag führt häufig dazu, dass es in der Folgewoche eher zu schwächeren Kursen kommt. Und das sehen wir auch. Das hat aber nichts mit Trendwende zu tun oder damit, dass ein Ermittlungsverfahren oder ein Amtsenthebungsverfahren gegen Putin, gegen Trump, jetzt in den Nachrichten ist, sondern es geht einfach darum, der Markt war einfach reif und man nutzt es jetzt einfach, diese Nachricht, um ja zu erklären, warum die politischen Börsen hier wieder auf der Short-Seite funktionieren. Ich kann euch sagen, aus der Erfahrung heraus, politische Börsen haben kurze Beine und im Regelfall ist das nach 2 Tagen wieder vergessen. Kommen wir zum Nasdaq-Index. Und hier im Prinzip ähnliches Bild. Nur, dass wir hier diesen
Trend, und das kann man hier ganz gut sehen, hier haben wir diesen kleinen Trend eingezeichnet. Die Frage ist immer, soll man diesen kleinen Trend einzeichnen oder nicht? Ich nehme die Zeichnung nochmal raus, weil das sieht natürlich auch jeder etwas anders. Und das war auch heute sehr viel Diskussion. Zeichnet man jetzt diese kleinen Trends hier ein oder nicht? Auch darauf werden wir ganz genau in den kommenden Wochen in dem kleine Konten Großtraden drauf eingehen, weil am Ende ist es so, dass viele tatsächlich es sehr unterschiedlich einzeichnen, aber wenn man eine feste Regel hat, und das habe ich, also wir benutzen immer feste Regeln für unseren Handel, dann gibt es eben nicht diese individuelle Zeichnung, sondern man hat immer dasselbe Bild und dann kann man auch sehr leicht entscheiden, habe ich einen großen Trend, einen mittleren oder einen kleinen Trend. Auch hier dasselbe Bild wie beim S&P und das werdet ihr auch feststellen im Trading, dass wir immer und immer wieder dasselbe Bild sehen, wenn wir uns Charts anschauen, dass der S&P und der Nasdaq ähnlich aussehen, auch die Performance auf Jahressicht unterschiedlich ist, aber am Ende dann doch wieder ähnlich verläuft. Und hier, auch wenn wir uns die letzten drei Hochs nehmen, die wir hatten, genau da sind wir in die Korrektur wieder hineingelaufen. Also auch ein typisches Bild, was immer wieder vorkommt. Das heißt, die amerikanischen Märkte machen hier durchaus Sinn und wir haben uns heute dazu entschlossen, uns einfach mal Einzelaktien aus dem Nasdaq anzuschauen und die wir uns angeschaut haben, weil wir jetzt natürlich nicht hier in dieser Runde mit euch hier 100 Werte einzeln durchgehen wollten. Das machen wir beim Screening dann natürlich bei kleines Konto Großtraden, wenn wir den ganzen Abend dann auch entsprechend dann die Zeit uns nehmen können. Hier geht es ja jetzt erstmal nur darum, einen Ausschnitt für euch zu zeigen. Deswegen gucken wir uns einfach mal an Titel, die wir uns ausgesucht haben. Und ich nenne das immer Ankertechnik. Das heißt, die erste Aktie, die ich nehme, nehme ich als Anker. Und das war hier im Nasdaq halt entsprechend die Apple-Aktie. Das heißt, alle Aktien, die jetzt danach kommen, sollten gleich gut oder besser aussehen wie die Apple-Aktie. Weil, wenn ich im Screening-Prozess mir 100 Werte anschaue und keinen Ankerwert habe, dann werden am Ende nicht 5 oder 10 Werte auf meiner Watchlist sein, sondern 20, 30 oder 50 Titel. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, das ist doch Quatsch, das wird sicherlich nicht passieren. Ich kann euch sagen, wir machen zum Thema Trading relativ viele Seminare und es ist jedes Mal das Gleiche, wenn wir Screening machen und wir machen einmal screenen wir den Nasdaq und einmal den S&P, das machen wir in jedem Trader-Seminar so. Und wir sagen, wir brauchen 10 Titel und wenn wir aus dem Nasdaq rausgehen, haben wir im Regelfall schon 30, 40 Aktien drin und dann haben wir den S&P uns auch gar nicht angeschaut. Das heißt, das macht keinen Sinn, deswegen arbeitet man mit Ankerwerten. Wieso, weshalb, warum, werde ich auch noch in die Tiefe hinein reingehen. Aber das ist der Ankerwert und alles, was jetzt kommt, sollte ähnlich gut oder besser aussehen. So, und dann haben wir hier die Akamai-Aktie. Die sieht man auch, die hat jetzt von den Hochs hier roundabout 3-3,5% verloren, befindet sich aber noch in einem sauberen Aufwärtstrend. Deswegen haben wir gesagt, okay, die wollen wir auf jeden Fall erstmal auf die Watchliste nehmen. Warum? Weil sie eben, was, wie gesagt, die Ankerwert angeht von Apple, ähnlich aussieht, wenn man den direkten Vergleich macht, und das werden wir uns auch immer anschauen, sieht man auch wirklich, wir haben hier so eine typische Korrektur, wie sie häufig halt vorkommt. Hier sieht sie etwas größer aus, das liegt aber nur an der Skalierung hier. Ansonsten haben wir hier einen ähnlichen Wert. Applied Materials, auch hier im Prinzip relativ einfach. Ich achte halt hier immer darauf, was ist passiert hier an den Hochs. Und da sieht man ganz gut, die Aktie hat dieses Hoch zweimal angelaufen, hat es aber nicht geschafft, sich durchzusetzen. Das Spannende ist aber, dass die Aktie im heutigen Marktumfeld sich da oben hält. Wenn ich sie vergleiche mit der Apple-Aktie, dann würde ich immer sagen, okay, die sieht für mich gefühlt mindestens genauso gut aus, wenn nicht sogar besser im Vergleich zu den anderen Titeln. Das heißt, wenn ich ein Ranking machen würde, würde ich sagen, sieht die wiederum besser aus als die anderen. Am Ende brauchen wir ungefähr 10 Aktien und deswegen haben wir uns auch heute auf 10 Aktien geeinigt und Applied Materials gehört auf jeden Fall zu den Aktien, die ich gerne auf der Watchlist haben möchte und die eventuell dann auch bei kleinen Konten Großtraden dann mit ins Depot wandert. Auch hier bei der nächsten Aktie, Kürzel CERG, sehr gut zu erkennen. Die Aktie hat hier sowohl den mittleren als auch den großen Trend zwischenzeitlich bestätigt. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, zeige das jetzt einfach mal hier so rauf. Das ist jetzt der kleinste Trend, den wir hier haben in der Aktie. Hier runter, hier rauf, hier runter und nochmal hier rauf. Da sehen wir also, der kleine Trend ist da. Und wenn wir uns den mittleren Trend anschauen, dann haben wir hier im Prinzip dasselbe Bild. Markt läuft hier hoch, läuft hier runter,
und läuft hier hoch. Also das heißt, sowohl der mittlere als auch der kleine Trend ist hier vollkommen intakt. Und die Aktie sieht auch mindestens genauso gut aus wie die Apple-Aktie. Also von daher für mich ein ganz klares Bild, dass ich diese Aktie auf jeden Fall auf der Watchlist haben muss. Kommen wir zur nächsten Aktie, Comcast, Kürzel CMCSA. Auch hier haben wir ein ähnliches Bild. Wir sehen hier, der Markt ist hier schön nach oben gelaufen. Hier, nachdem sie aus der Korrektur herausgekommen ist, ist hier von 41 schön hochgelaufen, hat hier 15% Performance gemacht. Die Korrektur ist schon ein bisschen ausgeprägter als bei den Titeln davor. Von daher ist das immer besonders spannend, ob so eine Aktie sich dann tatsächlich einpendeln kann. Die hat jetzt das Gap geschlossen, was auch immer für viele natürlich spannend ist. Nachdem hier diese starke Aufwärtsbewegung gekommen ist, gab es hier nochmal dieses Gap. Das ist jetzt geschlossen worden. Heißt, die Aktie sollte jetzt möglichst nicht mehr in der Korrektur weiter fallen. Warum? Wir haben hier eben zwei wichtige Punkte, um das hier auch nochmal kurz anzusprechen. Das ist einmal hier dieser vom Schlusskurs aus dieser Gap-Punkt und wir haben hier noch das alte Hoch. Da sind wir genau reingelaufen in die Korrektur. Besonders stark wäre es, wenn die Aktie jetzt schafft, hier zu stabilisieren und von da aus dann entsprechend weiterzulaufen. Spannender Wert. Habe ich am Anfang auch nicht sofort Juhu geschrien, als ich den gesehen habe. Warum? Die Aktie hat ein kleines Problem. Also ja, sie ist oben an den Hochs. Das ist super. Wenn wir aber die Trends einzeichnen und wir nehmen jetzt mal einfach die letzten Tage einfach mal weg. So. Und dann sieht man eigentlich ganz schön. Also wenn wir jetzt mal hier so den groben Trend hier einzeichnen in der Aktie, dann sehen wir hier ganz gut. Der Markt ist hier eigentlich sehr schön gelaufen. Dann gab es aber einen Trendbruch. Das heißt, die Aktie ist von einem schönen Aufwärtstrend in eine marktneutrale Phase gefallen. Dann hat die Aktie wieder einen Trend ausgebildet, hat ein höheres Hoch gemacht und immer wenn die Leute hier oben an den Hochs eingestiegen sind, ist die Aktie hier, zack, und hat die Leute wieder rausgeholt. Und der Markt fällt wieder ab. Sowohl hier oben die Leute im Prinzip, wenn ich jetzt sage verarscht, dann klingt das härter als es ist. Im Prinzip ist es ein typischer Fehltrade, den ich auch niemals eingehen würde da oben, sondern eben nur die Trades aus der Korrektur, was wir uns vorhin im Webinar angeschaut haben. Aber was hier halt auffällt, ist, die Aktie macht hier ein höheres Hoch, ein Tief. Jetzt das Spannende. Sie macht ein höheres Hoch, ein tieferes Tief. Also zieht hier hoch, zieht hier runter, macht dann ein höheres Hoch, und anschließend ein tieferes Tief. Das ist ein Muster, was nicht so besonders schön ist. Man findet das auch in der Enzyklopädie der Chartmuster. Und das sind einfach Bilder, die lassen sich sehr, sehr schlecht traden. Und deswegen sind die für uns als Trader eigentlich nicht so gut geeignet, auch wenn die Aktie jetzt hier wieder ein neues Hoch gemacht hat. Weil, welche Gefahr besteht jetzt hier? Also markttechnisch gesehen ist die Aktie natürlich super. Nur grundsätzlich besteht hier wieder die Gefahr, dass die Aktie nach diesem neuen Hoch hier wieder zu einem neuen Tief ausbricht. Und deswegen möchte ich die Aktie nicht bei mir in der Watchliste haben, es sei denn, die Aktie würde jetzt wirklich mit sehr, sehr viel Dynamik nach oben weglaufen. Da ich das im Moment nicht sehe, würde ich deswegen hier die Aktie erstmal von der Watchliste wieder herunternehmen. Okay, schauen wir uns den nächsten Wert an und das ist hier ganz schön zu sehen. Die Aktie hat hier einen sehr schönen Abwärtstrend eine ganze Zeit lang gehabt, ist hier auch die ganze Zeit unter dem 200er EMA gewesen, hat jetzt aber hier einen schönen neuen Trend ausbilden können. Das heißt, sowohl der mittlere Trend, den wir hier sehen, als auch der kleine Trend, der hier entsprechend sich ausgebildet hat, sieht derzeit sehr gut aus. Das heißt, wir sehen hier eine trendbestätigende Korrektur. Auch das Thema hatten wir heute Nachmittag schon aufgegriffen. Was ist am Ende des Tages besser? So eine schlanke trendbestätigende Korrektur. Man nennt das auch in Fachkreisen Flagge, was wir hier sehen. Oder ist es besser, wenn eine Aktie weiter zurückkommt und dann nach oben läuft? Ich sage am Ende des Tages immer, kommt drauf an. Weil es gibt für beides gute Argumente und wir werden bei kleinen Konten, Großfelden genau darauf eingehen, was am Ende des Tages das Profitablere ist. Der starke Rückgang, der es uns ermöglicht, hier vielleicht eine größere Wegstrecke zu machen oder ob es besser ist, hier den Ausbruch zu handeln mit entsprechend engeren Stops.
Auf jeden Fall gehört die Aktie fest auf die Watchliste. Und genauso ist es hier bei der nächsten Aktie, denn hier haben wir einen sauberen Aufwärtstrend, sowohl auf dem mittleren als auch im kleinen Trend. Wir sehen hier, dass die Aktie sehr stark ist, dass sie heute trotz des ja eher durchwachsenen Marktumfeldes fast an den Hochs ist. Das heißt also auch hier ganz klar für mich ein Watchlist-Kandidat. So, und hier ist auch eine Aktie, die wir auch schon etwas länger bei uns im Handelsbüro immer im Blick haben. Die meisten von euch, die aus dem Screening-Dienst kommen, die kennen die Aktie auch schon. Die Aktie ist sehr, sehr stark. Wir haben hier sehr früh schon die Aktie hier das erste Mal auf den Blick gehabt. Wir sehen aber auch hier, in den letzten 5 Tagen ist hier nicht so viel passiert. Aber, und das ist das Spannende, auch hier die Aktie sehr, sehr stark in diesem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt, die Aktie korrigiert hier nicht. Das heißt, viele große Marktteilnehmer scheinen hier sehr aktiv zu sein und von daher auch hier für uns besonders spannend. Bei dieser Aktie haben wir sehr lange diskutiert und wenn ich jetzt sage lang, heißt das jetzt nicht eine halbe Stunde, weil auch wenn wir mit 13 Teilnehmern heute Nachmittag zusammengesessen haben, lang ist immer sehr relativ. Ich sag mal, ich stufe das immer so ein bisschen ab, was lang ist. In einem Trader-Seminar sagen wir, wenn jemand länger als 3 bis 5 Sekunden braucht, um sich zu entscheiden, long oder nicht long, dann ist das wirklich lang und dann sollte man den Trade besser meiden. Hier natürlich, wenn man diskutiert, dauert es ein bisschen länger. Das heißt, wir haben hier vielleicht 3, 4 Minuten über diesen Titel gesprochen. Wieso, weshalb, warum? Weil man nicht sofort auf Anhieb erkennt, haben wir hier Trendbrüche oder nicht. Am Ende haben wir uns dann entschlossen, den Titel auf die Watchliste zu nehmen, weil das große Bild denn doch recht gut aussieht in der Aktie und wir uns am Ende des Tages jetzt auch nur etwa 3-3,5% unter den Jahreshochs befinden. So, und dann haben wir noch als letzten Titel hier die Sirius. Auch hier schön zu sehen, die Aktie ist schön nach oben gelaufen, macht hier so eine typische Flagge auch nach unten. Die hat die Korrektur jetzt auch für meinen Geschmack auch voll ausgeschöpft. Also es sollte hier jetzt nicht noch weiter bergab gehen, dann würde ich die auf jeden Fall auch aus der Watchliste herausnehmen. Aber ansonsten, wenn die Aktie so wie heute sich hier stabilisiert und Dynamik nach oben aufbaut, könnte spannend sein. Grundsätzlich mag ich bei großen Konten solche Aktien nicht, die unter $10 kosten. Warum? Weil viele institutionelle Händler sehr ungern einmal Aktien unter einem gewissen Wert handeln. Zum anderen sind die Kosten für einen Trade im Verhältnis auch relativ hoch. Das heißt, bei einem kleinen Konto fällt es jetzt nicht so auf, wenn man jetzt für 1.000, 2.000, 5.000 Euro die Aktie kauft. Aber wenn ihr jetzt ein größeres Konto habt und im Regelfall werden die Gebühren halt nach Stückzahl in den USA bezahlt, dann wird das hier ein sehr schnell teurer Spaß. Das heißt, wenn man jetzt hier für $60.000 die Aktie kauft, also 10.000 Stück, dann haben wir hier schon eine ziemlich ordentliche Ordergebühr. Wenn wir für den gleichen Preis Apple-Aktien kaufen würden, würden wir von $2 sprechen. Also nur mal um Gefühl zu bekommen, deswegen so Aktien, die unter $10 sind, handle ich halt möglichst nicht. Hier, wie gesagt, bei kleinen Konten finde ich es in Ordnung, weil hier ja die Positionsgrößen auch eher übersichtlich sind. Wenn ihr Fragen zum Screening-Prozess habt bis jetzt, könnt ihr die natürlich jetzt auch gerne noch stellen. Ich schaue noch mal kurz drüber. Spannende Frage. Olga fragt, ob ich auch die Mondphasen nutze. Macht das Sinn? Kann ich ehrlich gesagt, Olga, nichts zu sagen. Ich erkenne das meistens mit den Mondphasen immer erst dann, wenn ich nachts nicht schlafen kann, rausgucke und sehe, oh, es ist wieder Vollmond. Also ja, ich glaube, es gibt da irgendwie einen Zusammenhang zwischen meinem Schlaf und Vollmond. Aber ob es den zum Trading gibt, kann ich nicht sagen. Habe ich leider keine Statistik drüber. Helmut fragt, ist es egal, welche Aktie ich als Ankerwert nehme? Oder ist es eine bestimmte aus dem jeweiligen Markt? Nee, also eigentlich ist es egal, welches ist. Ich nehme halt die erste, wo ich sagen würde, die würde ich normalerweise traden wollen grundsätzlich. Das ist dann mein Ankerwert und von da aus suche ich halt nach Werten, die genauso gut oder besser sind. Und dann kommt man irgendwann hoffentlich so bei 8 bis 10 Werten raus, was ja auch gut ist, weil wir können ja maximal so 4, 5 Werte handeln im Trading. Und von daher denke ich, ist das eine gute Größenordnung. Also mehr als 10 Werte brauchen wir nicht in der Watchlist. Also ist so ein Ankerwert immer sehr einfach. Du kannst natürlich auch 30 Werte in die Watchlist packen. Inwieweit das sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Deswegen so vom Ankerwert, schau dir einfach eine Aktie an, die gut funktioniert. Jörg fragt, hallo Mario, sollte man den echten Aktienwert handeln oder Aktien-CFDs? Was ist besser?
Also besser ist auf jeden Fall, wenn du die Aktie direkt handelst. Warum? Weil Aktien Sondervermögen sind. Das heißt, wenn der Broker mal pleite geht und du hast ein großes Konto, dann möchtest du ja möglichst auch dein Geld wiederbekommen. Deswegen macht es Sinn, dann die Aktien direkt zu handeln. Bei kleinen Konten ist es auch blöd. Aber ganz ehrlich, viele Händler, gerade die anfangen, handeln halt wirklich mit CFDs. Also A, weil sie dem Risiko nicht kennen. Klar, je nachdem, was du für einen Broker hast, ist es auch egal. Die meisten Broker sind wirklich sehr, sehr gut. Die, die nicht so gut sind, sprechen wir auch drüber. Also wir werden jetzt keine Namen nennen, aber ich werde euch auf jeden Fall innerhalb des Webinars auch erklären, woran ihr gute Broker erkennen könnt. Am Ende muss das jeder für sich selber entscheiden, ob er Aktien, CFDs handelt. Es gibt da auch nicht richtig oder falsch. Bei kleinen und mittleren Konten finde ich CFDs vollkommen in Ordnung. Bei großen Konten kann man darüber diskutieren. Das hatten wir auch heute Nachmittag gemacht, als das Thema Future aufgekommen ist. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Direktinvestments haben immer den Vorteil, dass sie eben im Zweifelsfall immer sicherer sind. Frage, gibt es auch eine Short-Watch-Liste? Ja, grundsätzlich schon, wenn ich der Meinung bin, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir in den nächsten 5 bis 15 Tagen fallen, dann schon. Das sehe ich im Moment nicht so und deswegen haben wir auch im Moment keine Short-Watch-Liste. Alex fragt, gibt es ein Tool, Software für das Screening? Gibt es bestimmt ganz viele. Ich nutze den Agena Trader fürs Screening. Es gibt aber auch viele kostenfreie Softwarelösungen. Auch auf die kommen wir natürlich in der Ausbildung zu sprechen. Michael fragt, Aktien unter 10 Dollar denn als CFD lohnenswert zu handeln? Also im Prinzip, das kommt immer auf deinen Broker drauf an. Wie viel Gebühren zahlst du bei dem Broker? Das kann ich am Ende nicht beantworten, weil ihr müsst halt gucken, was bezahlt ihr für die Transaktion? Und ich sag mal, wenn man so für Transaktionen bei kleinen Konten werden wir maximal 4 € bezahlen für die Transaktion. Nicht, weil wir einen besonderen Deal gemacht haben, sondern weil das ist, was ich entsprechend beim Broker bezahlen muss. Also von daher, die Ordergebühren sind wirklich zu vernachlässigen. Auch wenn man nur eine 1.000 € Order hat. Es sind doch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man die Auswahl bei Aktien treffen kann. Ja, kann man. Also es gibt, jeder hat ja einen eigenen Screening-Prozess. Ich zeige euch meinen, weil da bezahlt ihr am Ende des Tages ja für bei kleinen Konten Großtraden. Und dann könnt ihr schauen, passt das zu euch oder nicht. Ich meine, wir stellen ja auch über den großen Marktausblick oder über den Screening-Dienst ja auch immer Aktien vor, die ich nutze. Und das zeigen wir natürlich dann auch innerhalb von kleinen Konten Großtraden. Wie gehe ich da ran und was ist mein Muster, um entsprechende Aktien zu erkennen? Ob das dann euer Muster ist, müsst ihr für euch selber am Ende des Tages entscheiden. Aber ja, es gibt natürlich 1.000 Möglichkeiten. Die Frage ist, welche ist am Ende profitabel oder am profitabelsten? Und die nutze ich halt seit 15 Jahren und die ist halt profitabel. Und deswegen mache ich das so, wie ich das halt schon seit 15 Jahren mache. Ne? Und das zeige ich euch halt hier. Gute Frage von Johannes. Wie oft führst du den Screening-Prozess durch? Ja, am Ende des Tages jeden Tag, wo ich handle, aber eben nicht, dass ich mir jeden Tag alle Aktien anschaue, sondern ich gucke mir einmal in die Woche, baue ich mir eine Watchliste und dann schaue ich mir nur noch die 10 Titel an, die ich in der Watchlist habe. Und da kann natürlich aufgrund von der News sein, dass da jetzt ein Aktientitel dazukommt. Das ist sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich einmal in der Woche mache ich den Screening-Dienst. Einmal in der Woche sortieren wir die Aktien für uns aus. Das machen wir auch bei kleinen Konten. Und dann haben wir eine Watchlist und mit der arbeiten wir dann. Und wenn es dann News gibt, dann kommt halt vielleicht noch ein, zwei Werte dazu. Nach welchen Kriterien werden die vorgestellten Aktien herausgefiltert? Manuell oder visuell? Nee, manuell und visuell. Also im Prinzip, also wir gucken uns halt den Chart an und besprechen, was sieht gut aus und was sind die Gründe dafür, warum wir die Aktien raussuchen. Ne? Also das ist eben der Inhalt hier von kleinen Konten, wie man Screening lernt und wie man das Ganze umsetzen kann. Und wir haben sogar 2 Blöcke dafür, weil die braucht man auch mindestens. Wir haben heute schon festgestellt, wir haben ungefähr 1 Stunde gescreent und wir hätten auch noch locker 2-3 Stunden darüber sprechen können, über dieses Thema. Kann man Aktien auch short handeln oder nur als CFD? Fragt Jens, kannst du beides? Sowohl als Direktinvestment als auch als CFD, kommt nur auf deinen Broker an. Thorsten fragt, wie lange dauert es nach der 90-Tage-Trader-Ausbildung, um profitabel zu traden? Ja, Thorsten, wenn ich das wüsste, wäre es total einfach, weil dann würden wir nämlich damit werben. Kann ich nicht sagen, weil das hängt ja von jedem ab. Also wir haben heute schon festgestellt, das größte Problem beim Traden ist der Screening-Prozess und deine mentale Stärke oder die des Traders. Und die ist halt sehr
unterschiedlich. Es gibt Trader, die brauchen halt einen relativ kurzen Zeitraum, um viele Trades zu machen, weil du brauchst die Erfahrung im Trading. Das ist eigentlich der springende Punkt nach der Trader-Ausbildung. Wenn du beispielsweise jede Woche 2 Trades machst, dann wirst du einfach entsprechend lange brauchen, um 100 Trades voll zu bekommen und die Erfahrung aus 100 Trades zu generieren. Wenn du jede Woche 5 oder 10 Trades machst, dann hast du die halt relativ schnell voll und kannst dann daraus in den Trade-Besprechungen einfach den Mehrwert für dich ziehen. Das heißt, am Ende hängt es ein bisschen davon ab, das Grundrüstzeug, was man braucht, hat man nach der 90-Tage-Trader-Ausbildung, weil wir ja nicht nur den theoretischen Teil haben, sondern ja auch über die 3 Monate danach die Trades der Teilnehmer besprechen. So, also jeder hat die Möglichkeit, seine Trades vorzustellen. Die Frage ist nur, nutzt man die oder nicht? Beim letzten Mal war es so, da gab es einige, die das sehr intensiv benutzt haben, andere gar nicht. Das liegt auch immer an jedem selber, ob man das möchte oder nicht. Aber wir bieten auf jeden Fall jedem die Möglichkeit, in der Trader-Ausbildung das zu machen und dann entsprechend auch möglichst schnell davon zu lernen. So, Mario, handelst du die Watchliste erst ab, um die 9 bis 10 Werte aufzunehmen, oder machst du dieses von Fall zu Fall? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber grundsätzlich so, ich schaue mir halt die Watchliste jeden Tag an und gehe diese Werte durch und setze die Orders entsprechend in den Markt, und die ausgeführt werden, sind dann halt in meinem Depot. Zusätzlich schaue ich mir natürlich noch die Werte an, wo es News zugegeben hat am letzten Tag, und die packe ich dann auch mit in die Watchlist mit rein und versuche dann möglichst einen Mix daraus zu machen. Hans sagt noch, grundsätzlich macht das auch Sinn, Aktien zu handeln, die über dem 200er-Tage-Durchschnitt liegen. Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch heute schon drüber gesprochen. Auf der Long-Seite kann man es relativ einfach sagen, wenn man über dem 200er ist, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass Long besser funktioniert. Unter dem 200er ist es die Short-Seite, die besser funktioniert. Kann man relativ einfach sagen. Lässt sich auch mit Statistik sehr einfach belegen. Wobei die Long-Seite einfach viel, viel besser funktioniert als die Short-Seite. Aber die Short-Seite ist am Ende des Tages viel profitabler als die Long-Seite. Weil, ist ja klar, müsst euch einfach vorstellen, wie lange braucht es, dass ein Index um 6-8% steigt, im Regelfall 1 Jahr. So, aber 6-8% bergab kann es in 3-4 Handelstagen gehen. So, und das haben wir ja auch schon oft erlebt. Wenn wir uns Korrekturen anschauen, nehmen wir nochmal einfach dieses Beispiel mit dem DAX hier. Wenn wir uns anschauen, hier diese Bewegung von hier hoch, hat halt sehr, sehr lange gedauert. Aber hier, wenn wir nur das letzte Stück nehmen, sieht man schon zeitlich gesehen, hat das halt viel länger gedauert als hier diese kurze Bewegung da nach unten. Also alleine hier diese Bewegung, das sind 10 Handelstage gewesen, hat der DAX mal eben 800 Punkte verloren. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell, wenn es bergab geht. Dass man dann so eine starke Aufwärtsbewegung erlebt, wie jetzt vor 14 Tagen, das passiert eben eher selten. Deswegen in Indizes, wenn man sowas erwischt, ist das immer total super. Auch darüber haben wir gerade noch gesprochen. Mit einer sehr guten Morgenroutine hätte man tatsächlich hier diese Aufwärtsbewegung sehr, sehr früh erkennen können. Zusätzlich gab es hier noch ein Muster, was viele von euch kennen. Diese typische Schulterkopf-Schulterformation hat eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Das heißt, als hier der Ausbruch kam, plus, wir haben hier gesehen, dass es hier einen neuen Trend gab, hätte man hier sehr gut im Stundenchart einen neuen Trade aufsetzen können. Das heißt, es gibt also viele Möglichkeiten, wie man im professionellen Handel vorgeht, und wir werden uns gleich einige davon eben über kleine Konten in den kommenden 3 Monaten entsprechend vorstellen. So, das war es jetzt an Fragen, glaube ich, die bis jetzt da waren. Dann nochmal eine kurze Zusammenfassung für alle die, die sich bis jetzt noch nicht angemeldet haben, aber sagen, kleine Konten ist vielleicht für mich interessant. Also was machen wir? Wir schauen uns wirklich an, und gestartet haben wir heute schon mal mit so einem kurzen Überblick, auch heute Nachmittag schon. Was wollen wir mit kleines Konto Großtraden erreichen? Im Prinzip das, was ich auch erreicht habe, nämlich unabhängig zu werden von allen anderen Systemen, die wir normalerweise nutzen, ob als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer. Das heißt, man hat die Möglichkeit, mit Trading hier tatsächlich ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Ob das nachher dazu führt, dass ihr hauptberuflich handeln wollt oder das nur nebenbei machen wollt oder es einfach nur zum Spaß euch anschauen wollt, ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Vor allen Dingen werden wir uns natürlich über die Themen, die gerade auch angesprochen sind, Brokerage und Charting unterhalten. Also was ist ein guter Broker? Woran erkennt ihr den? Aber was noch viel schlimmer ist, woran erkennt ihr schlechte Broker? Nicht, dass euer Geld irgendwann mal weg ist und ihr dem Ganzen hinterher weint. Welche Charting-Programme sind gut und welche sind günstig? Und am Ende, welche gibt es sogar vielleicht umsonst? Das ist ein Thema, was habe ich auch schon beim letzten Mal angesprochen. Da gibt es 100 Bücher drüber, und es ist so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir werden da keine Stunde drüber sprechen, über das Thema, aber man sollte eigentlich so extrem viel Zeit mit diesem Thema verbringen, als
Trader, weil das Risk- und Money-Management am Ende des Tages darüber entscheidet, ob ihr erfolgreich werdet oder nicht. Weil wenn du erstmal die Hälfte deines Geldes verloren hast, sorry, ist das Spiel leider vorbei. Weil du müsstest 100% Gewinn machen, um wieder rauszukommen, und das ist halt wirklich schwierig. Deswegen ganz klar, Risk- und Money-Management ist am Ende des Tages der entscheidende Faktor. Und dann geht es im Prinzip um das, was ich jede Woche mache, auch für euch, Großwetterlagen erkennen. Also wirklich, wie erkennt ihr die Großwetterlage? Wie zeichnet man die mittleren und großen Trends ein? Wann weiß man, wann das große Geld im Markt ist und wann nicht? Also in welche Richtung wollen wir handeln? In einem Long-Markt nur Long, in einem Short-Markt nur Short und in einem Seitwärtsmarkt gar nicht. Und die Kunst ist es zu erkennen, bevor der Seitwärtsmarkt über Wochen und Monate gelaufen ist, in dem Vorfeld zu erkennen, wann ihr nicht handeln wollt. Das ist auch ein Thema Trend- und Bewegungshandel, haben wir vorhin schon ganz kurz nochmal angesprochen gehabt, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor am Ende des Tages, weil das geht dann auch in den Bereich der verschiedenen Setups hinein, Trend, Bewegungshandel, Unschärfe, Umkehrstäbe, Handel aus der Korrektur in Theorie und Praxis. Das heißt, wir werden also in jedem Webinar nicht nur die Theorie machen, sondern das möglichst auch sofort mit praktischen Charts untermauern und natürlich das Ganze dann auch versuchen, entsprechend in Trades live im Live-Konto umzusetzen. So, und dann natürlich, wie sieht so ein Handelsalltag aus? Sowohl bei mir als auch bei euch, wenn ihr das nebenbei betrachtet. Und wir machen hier den ersten Teil des Screening-Prozesses, weil der ist nachher der entscheidende, ob man einen mittelmäßigen Performance hat oder ob man eine sehr hohe Performance hat. Handel aus der Korrektur, das wollen am Ende des Tages immer viele, haben aber häufig Probleme bei der Umsetzung, weil die Stops zu groß oder zu klein sind. Beides ist häufig ein Problem. Ist der Stop zu kurz? Wird man zu oft ausgestoppt? Ist der Stop zu groß? Ist die Chance, ein großes Ziel zu erreichen, zu klein? Das heißt, wir brauchen irgendwie so einen Mittelwert und wir schauen uns an, wie die Statistik für uns hier arbeiten kann. Das ist ein Thema, da machen wir in der übernächsten Woche sogar ein ganzes Seminar von 3 Tage Angst und Gier im Trading. Also das heißt, die Psychologie, die hinter dem Trading steckt. Man sagt, etwa 70-80% des Tradingserfolgs hängt in eurem Kopf. Das heißt, es geht also, natürlich hängt der Großteil im Kopf, weil wir glauben, es sind die Setups, es macht die Großwetterlage und das ist auch alles wichtig. Aber Angst und Gier ist das, was häufig den Trader belastet. Und das ist wirklich sehr schwierig. Und wir werden uns anschauen, wo das Problem liegt und wie man mit diesem Problem anfangen kann, vernünftig umzugehen. Dass man nicht sagt, naja, ich bin davon nicht betroffen. Am Ende des Tages mag das so sein, aber man, wenn man der Statistik glauben kann, 95% der Trader, die scheitern, scheitern am Ende des Tages genau hier dran, also an der Psychologie. Und wir werden uns nochmal das Thema Screening-Prozess genau anschauen. Das heißt also auch hier werden wir ein zweites Mal nochmal screenen. Warum haben wir das hier zweimal aufgeführt? Ja, weil also wir bräuchten eigentlich auch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal Screening, weil das könnte man gar nicht lang und oft genug üben, weil das wirklich ein sehr, sehr schwerer und wichtiger Teil ist. Ansonsten, ja, wir haben dieses Webinar oder diese Webinarreihe schon zweimal gemacht, vor 2 Jahren das letzte Mal, davor 2 Jahre auch. Die Ergebnisse sind fast immer ähnlich, also wir machen ungefähr eine Trade pro Woche im Schnitt. Das heißt aber nicht, dass wir jede Woche einen Trade haben, aber das ist so das Ziel. Ihr könnt auch mehr Trades, also jeder kann ja traden, wie er will, aber das ist so unser Ziel, dass wir im Schnitt ungefähr einen Trade haben. Das Ergebnis ist auch ungefähr immer gleich, dass wir um die 10-15% in diesem Zeitraum hatten in der Vergangenheit, so wie man es aufs Jahr hoch was man nicht machen kann als Trader, aber grundsätzlich, dass man sieht, okay, dass es nicht so schwierig ist, eine zweistellige Performance am Ende des Tages hinzulegen, wenn man sich an seine Regeln halten kann. Das ist am Ende des Tages wichtig, also einen Handelsplan zu haben, dann sich an seinen eigenen Handelsplan zu halten und am Anschluss auch noch ein Trading-Journal zu führen. Wann startet das Ganze? Am 7. Oktober 19.30 Uhr ist der Start geplant. Vorausgesetzt, und das muss ich diesmal auch dazu sagen, ist tatsächlich, dass ich eine gute Internetverbindung aus dem Hotel heraus habe. Ich bin nämlich in Zürich dann an diesem Montag. Eigentlich klappt das immer ganz gut in der Schweiz mit dem Internet. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass um 18 Uhr der große Marktausblick und anschließend auch der Start gut klappt. Natürlich wird auch jedes Webinar aufgezeichnet. Das haben wir auch in der Vergangenheit so gemacht. Das heißt, ihr bekommt im Regelfall einen Tag danach immer eine Mail von uns, wo die Aufzeichnung drin ist und natürlich auch die entsprechenden Präsentationen. Was
ist jetzt nochmal die Kernessenz, also was machen wir in dieser zehnteiligen Reihe? Wie gesagt, wir starten am 7. Oktober, die Themen haben wir gerade schon besprochen. Das, was für mich wichtigste ist, ist eben der Inhalt, den wir in der Theorie machen, den sofort in die Praxis umzusetzen. Dafür steht dann am Ende des Tages auch das Live-Konto, dass man wirklich hier nicht nur sieht, dass man hier positive Performance macht, sondern am Ende geht es darum, auch die Trades zu sehen. Wie baut man so einen Trade auf? Wie gibt man den in die Ordermasken ein? Also das sind Dinge, die immer wieder häufig sehr, sehr oft zu Problemen führen, wo die Leute sagen, ja, also das Schwierigste war eigentlich, das Konto zu eröffnen. Gut, das können wir jetzt nicht noch jedem bei helfen, aber grundsätzlich werden wir natürlich, was Orders aufgeht, natürlich auch zeigen, so setzen wir die Orders auf, damit man auch ein bisschen mit der Software lernt, umzugehen. Vor allen Dingen, wenn wir alle Trades besprechen, das heißt, egal ob Gewinntrade oder Verlusttrade, jeder Trade wird besprochen. Wieso, weshalb, warum ist der Einstieg da gewesen? Warum haben wir die Stops so nachgezogen? Also wir werden jede Woche die Trades, die offen sind, auch besprechen und vor allen Dingen auch, wenn der Trade abgeschlossen ist. Und es gibt, wie gesagt, extrem viel Fachwissen, weil wir einfach über die 3 Monate hinweg natürlich möglichst alle Themenbereiche ansprechen wollen. Ihr könnt auch eure Fragen stellen und wir werden auch diese Fragen natürlich sehr gerne beantworten. Und eine Frage, die der Frank jetzt gerade gestellt hat, ist, wann ist Anmeldeschluss für kleines Konto groß werden? Im Prinzip haben wir keinen festen Anmeldeschluss, weil wir haben auch schon Kunden gehabt beim letzten Mal, die haben erst nach dem dritten Teil angefangen, sich anzumelden und haben dann einfach nur die Aufzeichnungen gekriegt. Uns ist das am Ende des Tages egal, es gibt keinen Anmeldeschluss, Frank. Wenn du angemeldet bist und bezahlt hast, bist du mit dabei. Ob das heute ist oder erst in 3 Wochen, ist am Ende für uns erstmal nicht so wichtig. Okay, und Peter fragt noch, werden alle Webinare aufgezeichnet wie bei der Trader-Ausbildung? Ja, hatte ich, glaube ich, auch vorhin schon gesagt. Ja, machen wir auf jeden Fall, damit ihr alles habt. So, für alle die schon die ersten Webinare gesehen haben, wissen es schon. Ansonsten hier nochmal, was kostet das Ganze? 490 Euro für die 10 Teile. Ich finde, das ist ein mehr als fairer Preis. Gerade wenn man es im Vergleich zu Trader-Ausbildungen sieht, ist das hier sehr niedrig. Ist aber auch ganz gezielt so gesetzt worden, weil wir auch von einem kleinen Konto sprechen und nicht von einem großen Konto und weil wir es natürlich auch zeitlich begrenzen konnten. Bei der 90-Tage-Trader-Ausbildung geht das Ganze auch 90 Tage und hier haben wir halt entsprechend ja nur 10 Teile. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite www.lüttemann-coaching.de/kkgt für kleines Konto groß traden. So, und wie bei jedem Mal, auch diesmal wieder die ersten 5, die sich heute anmelden, bekommen auch noch den ersten Teil von Kleines Konto Großtraden als DVD von uns noch gratis mit dazu im Wert von 480 Euro. Und weil die Frage per Mail letzte Woche gekommen ist, unter die sich jetzt schon angemeldet haben und keine DVD bekommen haben, wir werden auch zusätzlich noch 5 DVDs verlosen unter allen, die noch keine bekommen haben. Also auch die haben nochmal die Chance, selbst wenn sie sich schon angemeldet haben, hier eventuell noch eine DVD zu gewinnen. Okay, das war's hier von mir an dieser Stelle zu kleines Konto groß traden. Zeitlich hat's perfekt gepasst, es ist wieder 19 Uhr. Mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht, die letzten 4 Webinare mit euch. Freue mich auf die vielen Teilnehmer, die bei kleine Konten groß traden mit dabei sind. Wie gesagt, 13 von euch waren ja heute schon bei uns vor Ort. Das war für uns auch Premiere bei uns im Handelsbüro, dass neben den Seminaren auch mal wir so eine Tagesveranstaltung hier gemacht haben. Mir hat's viel Spaß gemacht. Wünsche euch allen einen tollen Abend, unabhängig davon, ob ihr jetzt dabei seid oder nicht. Genießt die Zeit, seid erfolgreich an der Börse. Nur dann macht Börse wirklich Spaß, also arbeitet an euch. Nur dann wird man am Ende des Tages erfolgreich. Und wir hören uns dann ansonsten spätestens wieder, wenn es wieder heißt, der große Marktausblick oder vielleicht, wenn ihr in Frankfurt mit dabei seid, bei der World of Trading. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Frank schreibt auch schon Happy Trading. Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.